So. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Link to the Past. Geil, ich habe den Namen jetzt schon langsam drauf. Das ist Mr. Magic. Nach wie vielen Parts hast du jetzt drauf? Keine Ahnung, wieder, wie viel ist das? 27? Ich schätze 25. Nee, 25 ist schon weiter. Stimmt. 28 vielleicht oder so. Oh geil, 8 Bomben und tschüss. So, ich habe keine Ahnung gerade, wo ich hin muss, deswegen gucke ich gerade mal auf die Map. Die dicke Truhe wollte ich noch holen, ne? Ja, genau. Jawohl, das wolltest du nächstes Mal machen. Genau, deswegen gehe ich doch jetzt erstmal gerade nach oben. Geht den nicht geil. Schlüssel hast du jetzt, ne? Ja. Mhm. Hast du nicht. Doch, mach doch mal alte Schlüssel eingesammelt. Mach doch mal Start. Ich habe den dicken Schlüssel, die sind da schon. Nein, mach keinen Scheiß, mach nochmal Start, aber nur die Ja, Karte. sofort. Du hast den noch nicht. Was hab ich noch nicht? Du hast anscheinend den einen. Da unten ist nur die Karte. Aber den dicken Schlüssel hast du. Den habe ich auf jeden Fall eingesammelt. Nein, und der wäre da sonst angezeigt. Den hast du nicht. Den hast du anscheinend. Du hast wohl einmal einen Speicher überdenkt. Oder okay. Das ist der falsche Save-Slot. Ich weiß es nicht. Nee, das ist der richtige auf jeden Fall. Dann müssen wir noch mal. Egal, ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal das und lauf dann einfach gleich nochmal dahin. Ja, also. Ja, aber. Ah, okay, das sehen. Ich hau schreckliches Feuer dreimal rein, was wir da machen. Das ist natürlich auch geil. Hinotama, Junge. Wow. Egal. Machen wir es so rum. So. Stirb. Hier war das ja runterfallen. Jupp. Willst du mal uns eigentlich mein Linkkabel? Oracle of Season und Oracle of Age, das sind so zwei Teile, die sind so miteinander verknüpft. Und mit Linkkabel kann man dann so geile Geheimnisse austauschen und so, um das, um das Spiel auch so ein bisschen weiterspielen und auch gerne am Ende und so eine geile Scheiße, ey. Geile Scheiße, genau, ne? Das war cool. Das ist voll gut, dass du mal was gemacht hast. Kompass? Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wo der war. Unwichtig. Stimmt, an sich braucht man den gar nicht. Stimme ich zu! Dann muss ich jetzt ja zu der großen Kiste. Wo ich schon wieder vergessen habe, wo genau die war. Rechts? Ja, ja. Weiter nach der... Ach, ist ja sogar egal, gut. Der Kompass wurde nur bei anderen, bei den Gameboy-Teilen war er geiler, weil da hat er glaube ich auch die Truhen und so angezeigt. Ach, scheiße, kann man natürlich nicht. Bei Windfisch, ja. Ja, dann hat er es auch bei den späteren Teil gemacht, weil die bauen ja auf den Teil auf, der für ja, der erste für den Gameboy rausgekommen ist. Die haben auch alle die gleiche Feldziehung und so. Finde ich geil, Leute. Klingt einfach genial. Was der das Fernseh spielt auf dem Piano. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, ja, wenn du zum Boss willst, bist nach du unten muss ich. Achso, oder achso, willst du Truhe, ja. Ja. Ja, dann bist du, bist du da beim Feuer. Ein Freund! Ein alter Mann. Ja, ich hab's voll drauf, ich weiß. So, die Stelle wird nicht so. Alter Mann, frech! Frech wieder, ich bin super. Einfach geil, Bene. Das kommt so von selbst. Das ist voll frech, ey. Ja geil, ich glaube, damit habe ich fast alle nur noch einen Stab. Was hat man hier bekommen? Ein Stab. So ein Brosia-Stab, nur so Moria-Stab. Achso. Ich weiß nicht, warum der so heißt, musst du mal googeln, ne? Na? Der hier, Ken of Sumaria. Ja, Sumaria. Ja, sie wollen Somalia schreiben, aber eben Asiaten, L und R und so. Genau, haben sich voll vertan. Dabei ist das kompletter Schwachsinn mit den R. Egal. Ah, ja. So, bei den Chinesen direkt weiß ich es jetzt nicht, aber... Oh cool, kann Blöcke legen. Das ist natürlich genau. Nice. Ja. Blöcke sind schon mal eine coole Sache. Warte mal, nach oben. Siehst du im Nebenraum schon die erste Anwendung davon? Kann sein, weiß ich gerade nicht. Ging mir hier gerade... Der Raum ist nicht so geil. Oh. Hier ging nichts. Du hattest alles gesehen, alles Wichtige. Also hast du halt nichts mehr zu machen. Gut, dann... Alter Mann, mit einem Leben ist das echt ziemlich penetrant. Ja, dann packen wir mal wieder am Anfang an. Das stimmt, ich habe ja jetzt alle Items, von daher. Oder die Fee, oder du gehst ganz schnell jetzt durch den Raum durch und gehst nach da unten und da sind ja ganz viele Freunde, die du verwandeln kannst. Durch den Raum hier durch? Ja, durch. Genau. Das kannst du ja da runter sprengen. Ja.
Ja, genau, und dann nach links. Da sind ganz viele Frauen. Du musst dich am besten schon mal aus, das kassierst du gleich. Stimmt, ja. Der kassiert eh. Ja, von dem Magic, der du das jetzt. Von dieser Magic. Das ist Brudel, Brudel. Hast du gleich verwandelt. Brudel, Brudel. Irgendwas ist hier rumgeflogen. Das könnte eine Mücke gewesen sein. Bene freut sich. War kleiner als eine Fliege. Ich kann aber nicht sagen, was es gewesen ist. Nein? Safe nochmal. So. Verdammt! Sowas nicht geplant. So, und jetzt? Wenn du es aktivierst, muss es im Angriffsmodus sein. Ach was. Danach kannst du es aber auch umswitchen. So, mal schauen. Ja, in Richtung Boss geht's jetzt nice. Langsam. Dann kann der Raffi das bei der Safe so. Wollen Magie nochmal voll. Ja, ja, mal so, mal so. Die kannst du in der Kette nicht. Aber ich hab noch nicht alles hier, nein. Weil es dann ja wieder bereits angezielt wurde. Okay, okay. Aber Reisner würde gehen und so. Ja. Ich hab noch nicht alles, aber ich hätte natürlich gerne alles. Ach so. Tja, ja. Na, es gibt immer nur ein wichtiges Item pro Tempel. Ja, also ist der Rest optional. Ich hab volle Magie gerade, volles Leben. Was will ich noch? Herzhalle gibt es in Tempel. Also hier. Ja, Herzhalle gibt es in Tempel, nicht in Tempel. Und überlegen, ja, so im groben Ganzen. Ja, das so. Safe Zone ist quasi wie Kleid bei der Aktivierung. Ja, ja. Das könnt ihr eigentlich auch hier rein tun. Dann tue ich einfach einen Depth und kommt dann auch, dass man nicht vorbei ist, quasi wie Friedensbote. Ja, eine Lanze könntest du eventuell mal reinpacken oder so. So, schauen wir gerade mal, was hier ist. Wenn jemand Angriff an und kann deine Monster auch schützen. Ja. 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 Da war mein Timing also, nicht so geil gerade. Wow, das war einfach auch wirklich so eine penetrante, du kannst dich an deine Karte. Nein! Alter! Schwerkraftbindung. Lichtschwerter. Ja. So. Lichtschwerter reicht eigentlich schon. Ja, besser als Schwerkraftbindung. Ist so. Ich glaube eh kaum, dass es sowas drei Runden überlebt. Meistens. Ja, also, Lichtschwerter macht. Ja, das wird's witzig hier. Eieiei. Okay, ich hab den Schalter umgedreht. Ah, okay. Keine Ahnung, ob ich die noch in dem Ordner drin hab. Oder nee, ich will dieses Donnerkarte haben. Donner des Herrschers? Ja. Die hab ich garantiert nicht in dem Ordner. Ja, klar. Bomb, da. Ach, Bene, ach, Bene. Naja, das sind wieder deine Freunde. Total. Ich war in dem Raum da oben noch nicht, da sind ganz viele Mobile, optional also. Brauch ich unbedingt. Lichtschwerter, cool. Gold. Ja, ganz viele Goldwürste hatte ich letztes Jahr auf dem Flohmarkt gekauft. Ah. Alle irgendwie für 50 Cent. Ehrlich, ich glaube, ich kaufe das einfach drauf. Ja, wohl bei so vielen Monaten sehen, ich nutze, haben wir das ein bisschen zerfallen. Ach, Arsch, ich hab... Ich komme hier total verarscht vor gerade. Yay! Ach ja, das ist ein lustiger Raum. Besonders wenn er anfängt, sich zuzusperren mit dem kleinen Kartoffeln. Ja, nee, das ist nicht das Problem. Diese scheiß Pissnaken sind das Problem. Ja, diese Kartoffeln. Nee, nee. Die trocken mehr. Ich kann angreifen, der Gegner nicht. Genauso wie am Friedensboden. Ja. Der kleine Wichser da, der die Flamme feuert. Oh, Analkette. Und Freund. Die sind aber nicht so asig und jetzt kannst du was Tolles machen eigentlich, aber ich glaube das voran. Kann ich, aber will ich nicht. Gut. Ich werde doch random einmal fährt. Will der mich verarschen? Ja. So. Nur aber safe. Und Boss. Ich hätte vorher vielleicht wechseln sollen. Ach ja. Yeah. Alter, der ist ja mal voll hässlich. Nee, Mann, der ist sexy. Ach ja, Bene muss noch die Gegner aus Dark Souls sehen. Die sind mal hässlich. Nee, ja, habe ich schon oft geguckt da bei Eike. Die
Lady ist geil. Wir malen was wirklich abartiges. Ja, cool, er hat mich glaube ich mit dem Pinsel nicht getroffen. Ist ungefähr, hat etwas von dem alten Big Eye. Oh, dazu krass. Tentakel, oh. Dazu landest du noch in, einem, hey, in hey. Seinem Maul oder seinem Arsch, da bin ich mir nicht sicher. Also, er hat es oben auf dem Kopf ja. drauf. Ja. Das ging und da drin ist man sich nicht sicher, ob er vollgeschleimt wird, angeklopft, ja, Tentakel, in einem Hentai hätte ich kein Problem gefressen oder verbrannt, vielleicht auch alles gleichzeitig. Ja, da wird das wohl immer verbrannt, das war ja auch wieder Eufy. Ja, oh ja. Das Eufy. Ja, Eufy. Nicht das, das was du jetzt denkst, Colin, was anderes. Toll, ja, voll der ja, Lappen. Mit dem Schwert ist das auch jetzt kein ja. Problem. Muss man mit dem normalen Schwert da war das ziemlich penetrant. Auf jeden Fall sind die Dinge absolut abartig. So, so viel schön. Zu den Tempeln. Ja. Ah ja, schön. Das haben wir noch toll. Das Bürger des Mächtigen, ja total. Das war Nummer 6, ne? Nummer 7 war das, glaube ich. Das ist der 6. jetzt. Ach ja. Ja, nee, ich bin Tempel Nummer 6. Die sagen immer dasselbe, oder? Ja, kannst entkommen. Bitteschön, gern geschehen. Ja, das ist geil. Ja. Bruce to the dark world, after cracking the seal with our powers, he sealed us inside of these crystals. He then gave us his loyal monsters, but Ganon didn't plan on your letting his far. Ey, man, sind sie sozial und ja, ist oben. Ja, das ist wirklich sozial. So. Oh Gott, ich bin gerade einfach, ne? Ja, jetzt weißt du ja, wo du hin musst, ne? Also erstmal in die Dingswelt, ne, Junge? Ach ja, genau, da war ja was. Ich nehme mir einfach hier deine verbotenen Kleider. Ich hätte mir heute Evil's Farm zusammengebastelt. Achso. Ich brauche aber Höhlen. Achso. Und ich wollte nichts umschieben. So, mal schauen. Ich brauche einfach den reflektierenden Schein reinmachen. 3000 Wert, was wir zu machen. Ist aber echt so. Wo war jetzt der letzte Tempel? Was? Ach nee. Oh, da war's. Da war sie gerade wieder. Da war gerade wieder so. Direkt bei kann euch sein. Wieder. Wo ist jetzt der letzte Tempel? Tja, wo wohl? Turtle Rock, Mann. Rock! Also oben, da. Ja, da warst du noch nicht in der Schattenwelt, sagen wir es mal einfach so. Rein logisch gesehen, sonst warst du so gut wie überall. Ja. Das ist super. Übrigens der Schildkröte aus der Steinzeit. Genau. Alles klar. Sein Urgroßvater. Ja, der war richtig gut. Können einfach wieder gerichtet in Arschbar sitzen, mal rein. Ja, das könntest du machen. So, jetzt machen wir hier das noch. Das ist ja richtig. Ja, einfach von der Schaden. Mitbekommen, der Session mit dem Alten. Das Geschütz ist ja nicht so geil. Da braucht der Gegner ja schon 6k. Dann beende ich hier mal die Folge einfach. Hatten halt den Tempel eben gemacht und so. Und der letzte Tempel ist noch vor uns. Und ich weiß nicht, wie viel noch kommt. Aber auf jeden Fall war es das erstmal hier. Deswegen bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Na, Jungs.